Ja, guten Abend, Leute. Willkommen zurück im Labor X. Ich kann es mir nicht merken, ne? Ich kann es mir nicht merken. X18. Ja, X18. Und ihr wisst ja, dass wir hier so ein paar kleine Probleme hatten. Ich habe mir jetzt die Codes für die Türen halt aus dem Internet gesaugt. Und hoffen wir, dass das funktioniert. Ich habe es natürlich schon einmal vorweg getestet, aber auch das verlief nicht ganz einwandfrei. Aber ich kam dann irgendwann rein, also das war das Wichtigste, ne? Wir gucken uns natürlich erstmal um. Nirgendwo mehr was drin, ne? Wenn man ja im Original diesen legendären Granatwerfer findet. Ah, okay, warum seid ihr jetzt schon tot? Was stimmt denn mit euch nicht? Ich habe doch eigentlich extra gespeichert am Beginn, als ich das Level betreten habe. Oder weil ich hier schon ursprünglich schon mal drin war. Das kann natürlich sein, ne? Gut, dann brauchen wir uns nicht umgucken. Dann zumindest hier nicht, weil da müssen wir jetzt einfach erstmal die Tür aufkriegen. So, für die erste Tür. Der war ja immer recht simpel, ja? So, mit einer Akkuschraube aufgemacht. Oh, krass, okay. Schon so krass Lust auf uns. Hat er weh getan. Ah ja, ist völlig klar. Ich könnte euch nicht vorstellen, wie mich das abfuckt hier, ne? Ich mache das ja nur schon öfter. Und das ist wirklich richtig scheiße, Alter. Du kannst halt nichts machen. Klar könnte ich mich die ganze Zeit in den Scheißflur hocken, ne? Aber das ist so unfair, die treiben sich irgendwo rum. Irgendwo im Gelände. Und beschmeißen dich halt. Kauen, dann muss er dringend vertrinken. Weil wir verlieren sonst hier nebenbei Lebensenergie. So. Nochmal. 1, 2, 4, 3, right? Okay. Speichern wir mal gleich. Dadurch kannst du, finde ich, immer diese Atmosphäre nicht aufnehmen. Du kannst dich jetzt nicht langsam durchbewegen, ne? Du bist es jetzt immer. Oh. Na, komm her. Brauchst du nicht wegrennen. Diesmal gibt's eine Hand.
Bucher! Ah! Bin ich da? Der soll mal herkommen. Oh, nicht gut. Du bist so ein Lappen, Alter. Hannes, Junge. Der sie einbildet. Okay. Ich hab so lange nie gespielt, ich weiß ja nicht, weil ich auf meine Schnalltasten. Ah, das Wheel, das macht mich irre, ne? Das macht mich so krank. Erstmal das rein. Dann gibt's ein bisschen Sichtverzerrer. Und ein Joint. Die zweite Tür wird halt interessant. Ich glaube, hier gibt es nichts zu holen. Ne? Ich habe mich ja vorher hier mal umgeguckt. Außer, dass es halt richtig cool aussieht. Erstmal nochmal die Sache absichern hier. Klemme ich mir hier, da kriegt nur innen hier Brand. Ich rufe lieber kurz außen rum. Zu dem Sound, der übrigens gerade lief, hätte ich gerne mal die. Wir sehen, wie sie die Macht haben. Weil man das so durchbrechen muss, was, dass sie sich so anhört. Guck mal, da hinten liegt was. Und hier hoch. Schleifstein und Industriefett. Schöne Kombi. Was haben wir hier? Koffeintabletten direkt in der Anomalie. Kannst du behalten? So, und hier müsste jetzt ein Kollege auf uns warten. Haben wir noch was zum Schmeißen irgendwie? Ah, der ist ja gleich vorne. Hat der meine Granate einfach geschluckt oder was? Oh ja. Oh ja. So, wen haben wir denn hier? Rokatansky. War der beste Tänzer im Team. Oh, okay. Guckt euch das mal an, Alter. Er hat Tonnen Munition und Waffen bei. So typisch Wissenschaftler. Und Ausstattung, aber den PDA, den hat er nicht bekommen, Alter. Der Rokatansky. Und ich stehe hier und kann nie weitermachen.
Batterie. Ja. Was ist das hier? Oh, der Zoll geht gar nicht im Playboy in die Licht. Ich würde die Grogatanski nämlich nicht zutrauen. Wie lustig das ist, ja. Dass man hier einfach überall hochklettern kann. Aber hier oben wird dann nichts sein, die platzieren ja nicht extra Sachen. Nur für die Klettermod, ja. So, dann gucken wir nach oben im Pausenraum. Klingt schon geil. Oh, das war, glaube ich, ein Forschungsmedikit. So Leute, jetzt wird spannend. Ich hoffe, dass dann da oben wirklich, wir sollen ja hier eigentlich Daten bergen, ja? Dass denn da ganz unten noch wirklich was liegt. So, wo müssen wir dann lang? Wo ist denn eigentlich die Tür hierfür? Genau, von da so weit kommen. Hier. Okay. Was haben wir denn da? Ist die 9524. Mal auf. Wer ist da irgendwie getroffen, Mann? Noch öfter drücken. Enter, 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 enter. Na komm. Scharniere wegbrennen. Ja, das ist komisch, dann habe ich ewig rumgedrückt und irgendwann ging es halt. Mehr in die Anstrengung. Würde wohl nicht dran liegen, dass er müde ist. Code needed. Ja, das ist gut. Den gebe ich da mal ein. Ich verstehe den nicht, ne? Ich schwöre, ich hab's aufgehabt. Was machen wir jetzt? Oh, ist das dämlich. Warte mal, vielleicht gibt's ja den Spielstand noch hinter der Tür. Oder hab ich, ich weiß gar nicht, ob ich ihn angelegt habe. So schlau war ich sicherlich nicht. Aber wir können den mal laden. Weil da war es, glaube ich, offen. Also, da ging es dann auf, als ich gedrückt habe. Wenn nicht, müssen wir irgendwie eine andere Lösung finden. Aber das ist jetzt schon wieder ärgerlich. Ja, was auch immer das Problem ist. Ich kann es euch nicht sagen. Aber es ist offen. So, jetzt werden wir uns erstmal. Wir müssen jetzt erstmal kurz eine Figur hauen, weil das haben wir ja. Das habe ich ja vorher nicht gemacht. Erstmal was snacken hier in der Nähe der Anomalie. Es gibt so den gewissen Taste in die Ration, so diese. So eine gewisse Säure gehört da bestimmt drin. Ich weiß, wovon ich spreche. Ja. So. Wir sind immer noch nicht ganz satt. Dann gibt es noch eine Dose Thunfisch.
Hier drei Gänge Menü und dann am Ende gibt es schön gereinigtes Wasser. Ah, top. Schön den Hals, nein. So, dann sichern wir das Ganze und dann geht's los. Gucken, wer hier auf uns wartet. Das sah ja in den Stalker 2 Trailern so cool aus, ne? In den ersten, die man gesehen hat. Schade, dass nicht hier eins ist, was so ein bisschen intakt ist. Wo noch so grün leuchtet oder so. So, und über uns sollten Dokumente liegen. Hoffentlich. Also das ist aber noch ein Problem. Probleme hören nicht auf. Klein. Genau, so muss das aussehen. Schon mal durch die Tür durchgesammelt. Das ist der Stuhl des Wächters. Weshalb und wieso? Was ist denn jetzt passiert? Was haben die uns jetzt hier hingesetzt? Oh, du machst da bestimmt noch zusätzlich müde. Duscht. Unbedingt im Bett. Hol mal raus hier den Hobel. Wie cool das aussieht. Da sind unsere Dokumente. Ist hier noch was abzugreifen? Ein paar Kupferrollen oder irgendwas? Können wir beim Schrott verkaufen. Oh nein. Conspiracy. Aber, ja, hat nicht ausgelöst, ne? Oh, wie das mal ausrastet in diesen Laboren. Das ist jetzt nicht cool. Ich hab da jetzt nichts übersehen, oder? I'm tired of this shit. Ja, ich hab keinen Schlafsack bei, ne? Nur noch auf anderen Scheiß, den ich brauch. Kacke, Mann. Hier lacht er jetzt nicht weiter in den anderen Räumen. Und hier oben da ohne. Das darf man ja nie anfassen. Hier darf man nie rennen. Dann gucken wir nochmal kurz in den anderen Räumen. Ich meine, wir haben ja jetzt nicht weiter gescoutet, so, ne? Ich hoffe, dass das nicht verbuggt ist. Ja, nicht, was jetzt fehlt, so, ne? Das ist doof. Aber hier liegt ja ohne Strom.
Koffeintabletten werden es ja wohl nicht sein. So, und den... Die Pornomagazine von dem Pseudogiganten, die ja definitiv als Beweismittel gelten, die habe ich ja auch. Komisch, ja? Hier liegt ja nichts. Weil hier statt Artefakt übrigens nur Unterwäsche bekommen. Aber wieder zu, sonst wird's. Okay. Nee, nee. Kommt die ganze Kälte raus. So, jetzt können wir uns mal eh tun und zwar nochmal oben gucken. Der hat den Kopf richtig in die Schossen. Nee. Wie kann man denn hier rennen? Hier liegt der jetzt ohne Strom. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da hinten in der Kiste irgendwas drin ist. Kannst ja auch keine Kiste aufmachen hier, ne? Mal ab. Verwirrung. Da. Oh, hier liegt er unter der Treppe. Ja, vielleicht wird sie aber erst ausgelöst, wenn du rausgehst, aber es ist halt Quatsch. I'm tired of this shit. War ja in den anderen Laboren auch nicht so. Das scheint nicht so richtig rund zu laufen. Auf Toilette würde ja auch keiner was versteckt haben. Ist halt Blödsinn, ne? Hier hinten ist ja auch nur Scheiße. Ah! Auf zu heulen jetzt. Da hinten kann es ja nicht sein. Oder? Oder doch? Aber ich will hier halt nicht rennen. Hier ist viel zu viel Scheiße. Nur die Kutte kaputt. So, er hat ja auch einen Speich für uns. Hier oben mal Lobchen aber drauf geschoben. So, und auf dem ollen Board hier hinten lag ja auch nichts. Oh man, I need a doctor. Okay, dann gehen wir einfach mal raus. Haben wir eh keine Wahl.
Bardic Chisel hat er nur Spei. Die hier noch was? Nur seine Hüfte auf den Tisch gepackt vorher. Oh man, I need a doctor! Ja, gleich. Erstmal jetzt nach oben. Das wäre doof, kommen wir ja nicht weiter, ne? Also ich nehme irgendwie auch schon so ein bisschen was gelesen, dass das wohl noch öfter so stattfinden soll, dass hier irgendwas nicht funktioniert. Ah doch, guck mal. New Mission. Mystery uncovered. Haben wir doch geschafft. Geil. Zur Feier des Tages gibt es erstmal ein Stim. Das jetzt hier einfach mal hin, nicht, ja? Nein, möchte ich nicht. Ist nicht mein Bettchen. Oh, tja, warum nicht? Krass Fluko. So. Okay. Wie machen wir jetzt weiter hier, Freunde? Wir haben das erfüllt. Wir haben ja jetzt eigentlich jedes Labor fertig, richtig? Jetzt wird es wahrscheinlich heißen, zurück zum Meister. Genau so sieht's aus. Genau, return to the Major. Alright, Kleid. Nee, das, oh, jetzt sieht hier alles aus. Kann doch nicht wahr sein. 15%. Was soll denn das? Ich dachte mal, wenn ich hier ruf drücke, dann komme ich zu mir. Center Object. Nee, okay. Ich verstecke hier rumliegen jetzt mittlerweile zum Anfang, ne? So. Meine Güte. Töten, töten, töten. Wir sind immer nur töten. Okay, wo finde ich denn einen Schlafplatz im Bauchbahn? Hey, du, Kaffee oder so ein Quatsch? Kann man nicht mal ihn kochen, ey. Ah, vorne ein Feuer. Mal was warm mitmachen hier. Manchmal ist es doch jetzt gut, dass man so ein Ding findet und einsteckt. Warte nur. Hauptsache das Buggy. Hey, was soll denn das jetzt? Ich will den Kaffee kochen. Oh. Das kann jetzt nicht sein, oder was? Was soll denn der Quatsch? Mach das weg! Das gibt. Jetzt ist das einfach buggy, ich kann nichts auswählen. Ach, fick dich! Dämliche Scheiße, Junge. Mir jetzt zum Müll, knall dich mir dahin. Oh, guck mal da. Die Jungs schlafen. Wie entspannt die sein können. Oh, jetzt so. Oh, guck mal. Da kommt so Petting.
Schlafmangel, der macht sie bemerkbar. Auch bei mir. Da kann er noch einen Moment näher kommen. Spare ich mir den Weg. Aber die sind schlauer als so manche andere Mutanten, ne? Die werden jetzt stumpf durch die Anomalie hier gerannt. Sehr schön. Aber das freut mich aber schon mal richtig, dass das trotzdem funktioniert. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das dann aber vielleicht auch bei manchen Leuten das Problem ist, ne? Du verlässt das Labor nicht und gehst davon aus, du musst noch irgendwas finden. Ist die größer geworden? Immer gekämpft wird an diesem Punkt, ne? Fractured. Das erst mit der Regel ist ja nicht, wie ich meinen Charakter schon wieder so verzogen habe. Ah, das ist ein Problem, da kann ich ja nicht mitmachen. Ah, da kann ich mitmachen. Oh shit, habe ich ihn von. War das ein Dings? Ah, da sind Söldner mit bei. Ja, da. Der Söldner ist verwundet. I'm tired of this shit. Ja, das tut mir jetzt leid, ne? Anton hat geschossen. Anton Gangster. Ah, mein Digga. Ey, wissen wir nicht, wie die das machen, ne? Dass da so ein Durcheinander herrscht, wenn die kämpfen. Jetzt ist die Frage, helfen wir dem Söldner wieder auf die Beine? Ist das denn nicht mehr böse oder versucht er mich dann gleich wieder umzubringen? Okay. Ja, mach doch, was du willst, Alter. Ich lass ihn mal. Schmeiß mir jetzt da hinten mal in den Pofen. Ist ja nicht angezeigt, ne? Ah. Man konnte. Ah, doch, wollte gerade sagen. Machen wir kurz mal bis 16 Uhr ein Powernap hier. Ah, viel besser. Ja, das geht doch.
nochmal ein neues Messer kaufen. Ich habe durch dieses Debug-Menü konnte ich ja mal so ein bisschen gucken, was es so gibt, ne? Ja, ist ja Wahnsinn. Also einfach nur, es gibt ja echt Monolithenmesser, da kannst du einen Tomahawk haben. Also übel cool, ey, schon Bock drauf. Aber halt auch noch nie gesehen bei irgendeinem Stalker und wie viele Varianten das gibt von irgendwelchen Waffen mit verschiedenen Tarnfarben drauf halt. Och, wir spielen ja schon echt lange, muss man ja einfach sagen, ne? Und welche Waffen davon habe ich noch nie in der Hand gehabt? Oder man hat einfach nicht so drauf geachtet, weiß ich nicht. Wie hört sich das komisch an hier? Nee, es sei denn, dass das eine von diesen neuen Anomalien ist, aber. Guck mal, die hätten wir so umbringen sollen hier. Ja, das hier war. Seed. Das ist so eine Band, Alter. Stalker mehr niederlässt, ey. Wie wir die zum Anfang mal erschossen haben. Traut sich keiner mehr her. So, noch ein bisschen Kohle abgreifen. Das können wir mal annehmen. Kannst du meine Playboys haben und die Unterwäsche. Und das ganze Klinkerlieberzeug hier. Bap, bap, bap. Mit. Was haben die denn jetzt? Scheiße, warum, Alter? Nee, 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 nee. Oh. Ja, okay. Hier wird einfach nur Granatot. Oh, das war jetzt richtig knapp. Ey, der spammt nur Granaten. Was ist mit ihm? So ein Arschloch, Alter. Was machen die hier? Ey, es ist unglaublich, wenn die Granaten ziehen, ne? Die Granaten schmeißen sich nicht mehr treffbar am Kopf. Direct hit. Oh, der andere lebt noch, ne? Ey, was wollen die hier? Oder nee, hab ich den doch noch erwischt? Nee, das war der nicht. Nee.
Alter, also das war eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, nachdem wir diese Granate gefressen haben, ne? Scheiße nachzutragen, Alter. Das lohnt sich halt so überhaupt nicht. Wenn du das nicht. Vor allem, wenn es nicht verlangt ist, dass sie in einem guten Zustand ankommt, kriegst du da keine Kohle für. Habt ihr gerade Bewegung gehört? Dann sammeln wir nochmal den Kollegen hier aus. Schön aussammeln. Oh, das ist okay. Da kommt die Platte, nehme ich auch mit. Vielleicht uns mal irgendwie mal eine Kevlar-Platte zusammenbasteln. Die wir uns dann in die Jacke stecken. Oh. Alles klar, Leute. Wir machen hier mal Schluss. Und dann sehen wir uns irgendwie demnächst da wieder auf dem Weg dahin oder irgendwie so, ne? Ihr kennt das ja. Ich muss jetzt erstmal neue Elektrozahnbürsten für uns bestellen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Haut rein, bis zum nächsten Mal.